Dieser Berg ist unser Ziel. Es ist der Kasbek, jener Berg, an den Göttervater Zeus Prometheus angekettet hat. Sein Vergehen, er hat den Menschen das Feuer gebracht und ist damit den Göttern gestohlen. Der Weg dorthin führt von Tiflis aus über die Georgische Heerstraße, rund 200 Kilometer. Wir werden von Dschondi begleitet. Er ist Tiflisser und hat uns geraten, unbedingt nach Kasbek zu fahren. Schon nach rund 20 Kilometern erreichen wir Mzcheta und kommen damit zu einem bedeutenden Juwel der georgischen Kultur. Mzcheta war die alte Hauptstadt Georgiens. Von hier aus verbreitete sich das Christentum in Georgien. Von weitem grüßt uns die Kirche zum Heiligen Kreuz. Wo die Kirche jetzt steht, hat die Heilige Nino ein Kreuz aus Holz von Weinreben errichtet. Ursprünglich kam die Heilige Nino aus Syrien. Sie beherrschte die Kräuterheilkunst. Die Königin von Iberia in Mzcheta erkrankte schwer. Die Todkranke wandte sich an Nino und erfuhr Heilung. Königin Nana betrachtete die Heilung als Wunder und nahm den Glauben der Nino an. Etwas später auch der König selbst. So wurde das Christentum zur Staatsreligion in Georgien. Das war im 4. Jahrhundert. Mitten im Zentrum von Mzcheta steht die Kathedrale mit dem mystischen Namen Lebensspendende Säule. Sie ist die zweitgrößte georgische Kirche nach der heiligen Dreieinigkeitskathedrale in Tiflis. Im 4. und 5. Jahrhundert entstand hier auf Betreiben der heiligen Nino die erste Kirche. Dieser Bau stammt aus dem 11. Jahrhundert. Der Name Lebensspendende Säule ist wiederum mit der heiligen Nino verbunden. Eine Zeder hatte die Aufgabe einer Kirchensäule beim Bau übernommen und produzierte später eine Flüssigkeit mit einer heiligen, heilenden Kraft. Nur wenige Minuten weiter befindet sich das Samtavro Frauenkloster. Die heilige Nino soll hier die ersten 3 Jahre nach ihrer Ankunft in Georgien gelebt haben. Und dieser Brombeerstrauch war ihre heimliche Gebetsstelle. Die kleine Kirche daneben ließ König Miriam im 4. Jahrhundert für die heilige Nino bauen. Die Straße führt uns weiter nach Norden. Nach etwa 45 Kilometern erreichen wir oberhalb des Shinwali-Stausees Ananuri. Ananuri war ein Festungsort. Von hier aus ließ sich das Aragvital im 17. Jahrhundert sehr gut kontrollieren. Immer tiefer dringen wir in den Kaukasus ein. Nach dem Zusammenfluss der weißen und schwarzen Aragvi bei Passanauri beginnt beim Leta der Anstieg nach Gudauri. Lastwagen auf dem Weg nach Russland schrauben sich mit uns nach oben. Und 2 Radler aus Polen. 3 Kilo sind schon auf der Strecke geblieben, erzählt der sportliche Pole. Es werden wohl noch ein paar mehr werden. Und es geht weiter. Ihnen werden wir später dann noch einmal begegnen. Unterwegs lädt der Honigstand ein. Die Kräuter des Kaukasus geben dem Honig eine besonders köstliche Note. Gudauri liegt dann schon 2200 Meter hoch und ist zum Skigebiet ausgebaut worden. Wir haben uns erzählen lassen, dass dort fantastisches Heliskiing möglich ist. Die Landschaft wird immer spektakulärer. Kurz vor dem Tschwaripass ein riesiges Fresko. Es symbolisiert das einst brüderliche Verhältnis zwischen Russland und Georgien. Wir sind am Pass auf 2400 Meter Höhe angekommen. Dschondi überrascht uns mit einem georgischen Picknick. Ein deutscher Soldatenfriedhof erzählt auf dem Pass, dass auch deutsche Kriegsgefangene die Straße mitgebaut haben. Viele haben dort ihr Leben gelassen. Man kann sich kaum vorstellen, dass schon im Jahr 1900 Autos von Russland nach Georgien und in den Orient gefahren sind. Anton Tschechow sagte über die Straße: Das ist keine Straße, sondern Poesie. Trotz solcher Romantik war die Heerstraße schon immer ein kriegsstrategischer Weg. Bekannt und gefürchtet war der Weg durch den Kaukasus schon immer. Alexandre Dumas beschrieb dies schon in seiner gefährlichen Reise durch den Kaukasus. Es wird kalt und wir kaufen einen molligen Filzhut. Am Straßenrand taucht ein Kamel auf. Später erfahren wir von Einheimischen, dass ein cleverer Franzose diese Touristenattraktion betreibt und sich dabei sein Abenteuer finanziert. Hier in Stepandsminda findet auf dem Dorfplatz der Zimmerhandel statt. Wir haben uns für ein privates Gasthaus entschieden. Die Nacht ist dann bitterlich kalt. Schon ganz früh zieht uns der Kasbek in seinen Bann. Eigentlich war jetzt eine kleine Bergtour von rund 6 Kilometern geplant. Das Ziel, die Dreifaltigkeitskirche oben am Fuß des Kasbeks. Dschondi überredet uns, doch besser einen Lader zu nehmen. Und wir lassen uns auf das Abenteuer ein. Kaum sind wir oben angekommen, überraschen uns unsere beiden Polen. Sie haben ein noch größeres Abenteuer gewählt und klettern mit den Bikes den Berg hinauf. Sie wollen den 5047 Meter hohen Kasbek besteigen. Der Kirchen- und Klosterkomplex besteht aus einer Kuppelkirche und einem Glockenturm. Gebaut wurde die Dreifaltigkeitskirche von Gergeti im 14. Jahrhundert auf einer Höhe von 2170 Metern Höhe. Nun sind wir dem Kasbek ganz nahe. Die Adler schrauben sich im Aufwind nach oben. Einer davon könnte einmal der Nachfahre des Adlers gewesen sein, der Prometheus täglich am Berg besuchte und ihm ein Stück Leber entriss. Wir verharren atemlos und lassen uns in die Welt der Mythen tragen. Und vergessen fast, dass die Heerstraße erst in Vladikavkaz im russischen Ossetien endet.